Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen, auch in meinem Namen nochmal hier bei BSV Reden im VIP-Bereich und natürlich herzlich willkommen zur Pressekonferenz des heutigen Regionalligaspiels zwischen dem BSV Schwarz-Weiß Reden und der zweiten Mannschaft von Hannover 96 mit dem Endstand von 1:1. Ich begrüße ganz besonders die beiden Trainer, zu meiner Rechten Herrn Sören Osterland von Hannover 96 und unseren Trainer Björn Knuck zu meiner Linken. Ja, ich denke, wir haben ein spannendes Spiel gesehen mit einer sehr aufregenden Schlussphase, auch noch einige knifflige Aktionen. Ich bin gespannt, wie unsere Trainer das Spiel gesehen haben. Und ja, wir beginnen wie immer mit unserem Gast und ich bitte Herrn Osterland um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, wir haben heute das Kunststück geschafft, zum fünften Mal Rückstand zu geraten. Wir waren ganz ordentlich in den ersten Viertelstunden oder ersten 20 Minuten, wie ich fand. Dann, ja, wie gewohnt, eigentlich so ein bisschen den Farben verloren im Spiel. Und Reden dort besser ins Spiel gebracht. Die es dann, was ich sehr, sehr positiv finde, auch immer wieder spielerisch versucht haben. Also hat mir gut gefallen. Und es macht auch Spaß, gegen so einen Gegner dann zu spielen. hatten uns in der zweiten Halbzeit vorgenommen, einfach noch geduldiger wieder zu sein, mehr im Ballbesitz zu bleiben und dann über die Dauer des Spiels unsere Vorteile und unsere Chancen zu suchen. Was ich der Mannschaft hoch anrechne, dass wir wieder Moral bewiesen haben, wieder geantwortet haben. Und dann hinten raus, denke ich, wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Für beide Seiten, muss man ja sagen. Weil wir dann sicherlich aus unseren Spielanteilen gut vor das Tor gekommen sind. Der letzte Pass ist uns dann leider nicht so gelungen, dass wir da den Tag heute krönen konnten. Allerdings muss man natürlich auch sagen, je offener wir dann wurden und je mehr Risiko wir hinten gegangen sind, desto größer wurden dann auch die Chancen für den Gastgeber, um dafür selber das 2:1 zu erzielen. Also denke ich, alles in allem ist das für beide Mannschaften, denke ich, ein rechtes Ergebnis, was auch so ein bisschen den Spielverlauf widerspiegelt. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Auswärtspunkt dann nächste Woche zu Hause vergolden und vielleicht selber mal irgendwann in Führung gehen. Ja, vielen Dank, Herr Osterland. Björn, dann darf ich dich um deinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, erstmal hallo zusammen. Ich möchte meine Jungs auf jeden Fall erstmal, ähnlich wie letzte Woche halt auch, für eine unheimlich intensive, leidenschaftliche Partie danken. Ich fand, dass wir es in der ersten Halbzeit bis zum 1:1 riesig gemacht haben. Wir hatten uns auf jeden Fall vorgenommen, kompakt aus dem Mittelfeldpressing uns wirklich erstmal ein Stück zurückzuziehen, aber dann in der Zone richtig aggressiv gegen den Ball zu gehen und dann halt Balleroberungen zu erzwingen, um dann halt schnell nach vorne zu spielen. Und das hat ein paar Mal richtig gut geklappt. Was mich auf der anderen Seite halt aber auch ärgert, weil es halt vorher so gut geklappt hat. Wir liegen dann 1:0 in Form und das 1:1 ist halt letzten Endes gefallen, weil wir vorne wilde Sau gespielt haben und viel zu hoch verteidigt haben und eben dahinter ein Riesenloch war. Dann Hannover das natürlich mit ihren spielerischen Möglichkeiten, die richtig groß sind, das dann halt auch gespielt hat und wir dann letzten Endes das 1:1 vor der Halbzeit gekriegt haben, was mich echt ärgert, ja, weil wir halt einfach 1:0 geführt haben und es vorher halt auch die ganze Zeit astrein funktioniert hatten oder hatte, wie wir uns das halt auch echt zurechtgelegt haben. Ja, dann hatten wir sicherlich nach dem 1:1 dann, denke ich, auch so ein Stück weit kurze Konfusion, wo ich dann halt auch echt froh war, dass es mit dem 1:1 in die Halbzeit ging. Und dann haben wir uns halt aber auch wirklich neu sortiert. Und dann in der zweiten Halbzeit sehe ich das ähnlich wie der Kollege halt auch. Waren sicherlich unheimlich viele intensive Szenen dabei, wo es halt ganz knapp war, wo wir halt auch einige Angriffe nicht sauber genug zu Ende spielen und dann halt auch durchaus ein zweites Tor setzen können. Aber halt ganz klar, Hannover natürlich halt auch brandgefährliche Möglichkeiten hatte, wo dann halt auch eben das 2:1 für Hannover fallen kann. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es echt schade ist, so jetzt das zweite Spiel, wo ich halt dabei bin, jetzt letztlich unterm Strich in Anführungszeichen, wieder nur unentschieden ausgegangen ist, weil halt doch, fand ich, durchaus mehr möglich gewesen wäre, wenn wir halt auch eben vielleicht nicht so schnell das 1:1 bekommen hätten und dann die Räume für uns hätten noch besser nutzen können aus der Ordnung heraus. Aber trotzdem sollte man die Augen auch nicht vor dem verschließen, was man hat, und das ist schon okay. Deswegen bin ich jetzt auch wirklich nicht unzufrieden und mach's gut. Ja. Alles gut. Vielen Dank, Björn. Gibt es Fragen der Medienvertreter zum Spiel? Das ist erstmal nicht der Fall. Dann haben wir noch die Endstände von den anderen Plätzen.
Eintracht Norderstedt schlägt HSV Zwote mit 1:0. Viktoria Hamburg unterliegt Neumünster mit 1:3. Oldenburg-Havelse 5:2. Und SV Eichede Wolfsburg Zwote 0:6. Ja, das war die Pressekonferenz für heute. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Aufenthalt hier am Sonntag beim BSV Reden. Trinkt auch das eine oder andere Bier, unseren Gästen aus Hannover natürlich einen angenehmen Nachhauseweg.